und herzlich willkommen zu BAFEN Teil 6. Heute geht es um das richtige bzw. schonende Auftauen. Geht gleich los. Solltet ihr auch zu denen gehören, die die Tagesration des Hundes schon mal vorbereiten und das Ganze einfrieren, solltet ihr beim Auftauen des Futters auf ein paar Dinge achten. Zunächst einmal, um die Fleischqualität sowie die Vitamine möglichst hoch zu halten, empfiehlt es sich, das Ganze langsam auftauen zu lassen. Dazu holt ihr die Tagesration aus dem Gefrierfach raus und lagert sie für 14 Stunden im Kühlschrank zwischen. Packe ich meistens immer so auf die unterste Stufe. Nach 14 Stunden hole ich das aus dem Kühlschrank raus, dann kommt es in eine Schüssel rein und obendrauf kommt ein Fliegenschutz und dann bleibt das Ganze bei Zimmertemperatur nochmal so 1 bis 2 Stunden stehen. Das hat den Vorteil, dass die Temperatur nicht mehr ganz so kalt ist von dem Futter und dann ist das für den Magen-Darm-Trakt des Hundes deutlich angenehmer. Ja, und dann achtet mal darauf, dass wenn ihr das Futter für den Hund auftaut, dass das grundsätzlich nicht luftdicht verschlossen ist. Also beispielsweise, wenn ihr eure Innereien kauft, dann sind die auch vakuumiert, die Luft wurde entzogen oder auch die fleischigen Knochen oder abgepacktes Fleisch, was eingefroren ist. Das grundsätzlich immer aus der Verpackung rausholen, in Glasgefäß, Steingefäß, Porzellangefäß, wo auch immer, reinpacken, so dass auch noch ein bisschen Luft drankommt. Wir haben ja hier die Einmachgläser, da sind die Tagesrationen drin. Wenn ich das aus dem Gefrierfach raushole, dann schraube ich den Deckel ab und mit lockerem Deckel, so dass noch Luft drankommt, stelle ich das Ganze dann in den Kühlschrank. Ja, und warum machen wir das, dass da Sauerstoff drankommt? Es gibt ein Bakterium, das nennt sich Clostridium botulinum. Und das ist ein Bakterium, was sich, wenn es denn tatsächlich sich in der Nahrung befinden sollte, sich beim Auftauen des Fleisches, wenn kein Sauerstoff vorhanden ist, sehr, sehr stark vermehrt. Also da können innerhalb von 30 Minuten kann da richtig Action angesagt sein. Und dieses Bakterium bildet Gase, die hochgradig toxisch sind, also giftig für den Hund, also eigentlich auch für den Menschen. Wenn der Hund das also dann fressen sollte, dann holt er sich eine Vergiftung. Im schlimmsten Fall kann es sogar zum Tode führen. Zugegeben, dass das Bakterium auftaucht in der Nahrung, ist wirklich, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Aber es besteht halt immer ein Restrisiko. Und wenn ihr das so macht, wie wir es gerade eben besprochen haben, also schaut, dass beim Auftauen da Luft drankommt, dann kann sich das Bakterium nicht vermehren. Und zum Zweiten, wenn sich Gase bilden, dann können die austreten bzw. weichen und sich nicht mit der Nahrung verbinden. Aufgrund dessen seid ihr da immer auf der sicheren Seite. Und deshalb würde ich es auch grundsätzlich jedem empfehlen, weil es ist kein großer Mehraufwand und somit ist die Sache safe. Soweit so gut. Jetzt noch ein kleiner Tipp am Rande. Solltet ihr mal vergessen haben, die Tagesration aus dem Gefrierfach zu holen, dann könnt ihr im Notfall das Ganze auch bei Zimmertemperatur abgedeckt auftauen lassen. Oder wenn es halt mal ein bisschen schneller gehen soll, das Waschbecken, Spülbecken ein bisschen mit Wasser füllen, mit warmem Wasser. Dann stellt ihr die Schüssel abgedeckt rein, dann taut das Ganze auch wesentlich schneller auf. Macht es aber nur dann, wenn es auch wirklich notwendig ist. Packt es auf jeden Fall nicht in die Mikrowelle. Das ist aus gesundheitlicher Sicht jetzt nicht so der Idealfall. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!